Wir zwei. Wir und zwei oder zwei wie wir. Eine Geschichte, wie sie jeder erlebt hat oder erleben wird. Das Wiedersehen mit der ersten Liebe. Sie verheiratet, ein Kind, er ledig, eine Freundin. Erinnerungen, Romantik, Nachholbedarf in Sachen Liebe. Wo fährst denn du hin? In mein Hotel. Wieso das denn? Was hast denn du gegen mein Hotel? Du fahr mich nach Hause. Nein. Wie wäre es gewesen, wenn? Wie wäre es, wenn? Und wie es schließlich ist. Weißt du was? Was denn? Ich liebe dich noch immer. Würdest du mich denn heiraten? Naja, da müsstest du dich aber ganz schön anstrengen. Guten Abend, Meier, mein Name. Guten Abend. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Doktor. Sie haben meine Frau auf dem Friedhof getroffen. Ja, zufällig. Ja, wie der Zufall so spielt. Ja. Hätte ich meine Frau nicht zufällig getroffen, dann wären wir jetzt nicht verheiratet. Nein, ist doch ganz lustig. Wir waren der Mann, den du eben so hektisch begrüßt hast. Hektisch ist gut, mein Geschiedener. Ach so? War doch ganz nett, oder? Ulrich Schamoni, der mit S den neuen deutschen Film begann, gestaltete jetzt einen Film in S-Moll, der weichen Tonart. War S ein Film über die Liebe vor der Ehe, so ist Wir zwei ein Film über die Liebe neben der Ehe. Oh, danke, Doktor. Guten Tag. Wir gucken mal, was er mir mitgebracht. Ja, schön. Ich muss unbedingt nach Frankfurt. Ach, nee, wieso? Nur zwei, drei Tage. Packen wir mal schnell die Sachen zusammen, bitte. Entschuldigung, Herr Doktor. Ja, drinnen. Ein Film über die Träume, denen die Wirklichkeit im Wege steht. Ein Plädoyer für die Unantastbarkeit der Erkenntnis, es war einmal. Und ein Beweis für die Unerreichbarkeit des Regenbogens. Reingegangen. Danke, danke, vielen Dank. Leben heißt lieben. Und die Liebe heißt leben. Ist aber nett, dass du mir wenigstens Bescheid sagst. Aber das ist doch klar. Heller Meier? Mhm. Ihr Mann ist verreist. Ach so. Und da glaubst du, du kannst. Naja. Warum denn nicht? Eben. Warum denn nicht? Weißt du, das Hotel wollte nicht mitkommen, zu Hause hat es dir auch nicht gepasst. Da habe ich es eben hier arrangiert. Spontan, scharf beobachtend, temperamentvoll und mit ironisch geschliffenem Humor wird hier ein Fall von Liebe seziert. Kommen Sie. Jeder wird sich angesprochen fühlen. Viel Vergnügen. Sehr schön gesagt.